Ja, hallo liebe Leute, neues Video zur Atmel-Programmierung unter Linux. Und hier möchte ich ein paar Sachen zeigen, die ich jetzt herausgefunden habe. Und ich verlinke dazu dann auch Webseiten, damit ihr das auch dort zum Beispiel laden könnt, was ich hier gefunden habe. Ich habe ja die Software Genie oder Genie, wie auch immer. Genius ist ja so der Geist in der Lampe, wie man hier sieht, diese Lampe, da kommt der Name her. Und dieses Genie, das habe ich ja nur zum Editieren genommen und gar nicht zum Kompilieren. Das kann man aber durchaus machen. Und das macht auch Sinn, dann spart man sich das Ganze in der Konsole da mit dem Eintippen von Afra und dem Dateinamen. So, dafür mache ich jetzt gerade mal Genie auf. Also ich habe das schon hier offen. Da ist das Programm drin, mit dem wir... Ah ne, das ist ein neues, da habe ich jetzt gerade mit angefangen. Aber das, darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass man hier beim Erstellen hier zum Beispiel anstellen kann, dass AVR Dude genutzt wird. Und vor allen Dingen kann ich da auch direkt die Befehle festlegen. Ich brauche dann nicht mehr den Namen zu tippen und so weiter. Das gucken wir uns gleich an, wie das geht. Genauso beim Kompilieren, da ist ganz einfach Afra drin. Das sieht folgendermaßen aus. Kommandos zum Erstellen, Konfigurieren. Dann haben wir hier Kompilieren und da ist das AVRA, %F. Dann wird einfach der Dateiname, der hier ist, genommen und kompiliert. Oder assembliert ist das ja in dem Falle. Und dann klappt das auch. So. Dann beim AVR Dude, das ist hier einmal für Kommandos für ASM zum Assemblieren und hier dateiunabhängige Befehle. Da haben wir sudo, dann AVR Dude, dann -p T13 für den Tiny 13. Das muss man schon noch hier eintragen. Dann -c AVR ISP2, das Programmiergerät. Das muss man auch eintragen. Dann -u Flash Doppelpunkt W. Doppelpunkt und dann kommt %e.hex. Das heißt, dann wird der Dateiname hier genommen. Das heißt, hier dieser RC-Test ohne das ASM wird das Hex daran angefügt. Dann Doppelpunkt i für den Intel-Hexcode und das ist alles. Dann kann ich jetzt einfach hier über Kompilieren gehen. Dazu braucht man nur die Taste. Moment, muss ich mal gerade schauen, was ist das? F8 zu drücken und dann wird das buff und dann ist das assembliert. Genauso die Übertragung auf den Chip. Das macht man hier, das kann man hier reinschauen. Das ist Umschalt F9, also Shift F9. Das wird jetzt nicht klappen, weil ich das Gerät nicht angeschlossen habe. Also das findet er jetzt nicht. So, was wichtig ist, das sudo AVR Dude, es klappt bei mir hier so. Das liegt aber daran, dass ich das eingestellt habe, dass ich bei sudo kein Passwort mehr eintippen muss, weil sonst würde das nicht funktionieren. Und da müsst ihr dann nachschauen, wie ihr das bei eurem Linux so einstellt, dass ihr bei sudo kein Passwort eintippen müsst, wenn ihr das wollt. Es ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt, aber ich denke mal, ihr sitzt zu Hause und die Katze wird wohl kaum... ich sag mal, sudo-Befehl ausführen und auch eine Frau oder Freundin oder ein Ehemann oder was auch immer oder Freund wird das, denke ich mal, so schnell machen. Wenn ihr das auf der Arbeit nutzt, dann würde ich das halt so nicht machen, das freigeben. Okay, aber dann ist noch was Wichtiges und zwar, ich habe jetzt hier das so eingestellt, dass dieser Editor ganz einfach alle Assembler-Codes vom AVR kennt und die so schön fett darstellt in blau. Und das macht man folgendermaßen. Da kommt es jetzt auf die Webseite an. So, das ist diese hier. Das heißt, diesen Link lege ich euch in die Beschreibung zum Video. Da könnt ihr diesen ganzen Text hier kopieren und der wird dann abgelegt. Das ist hier auch angezeigt. In den meisten Fällen, bei euch wird es auch so sein, also euer Home-Verzeichnis, dann /.config, /genie, /filedevs. Dort kann man das mal gerade aufrufen, hier im
So, dann gehen wir hier einmal auf Ansicht verborgene Dateien anzeigen. Das ist Tuna, was ich hier nutze. So, wir sortieren nach Name. So, was war das für ein Verzeichnis? .config war die Datei. Die muss ja dann hier gleich kommen. Das sind aber hier alles Verzeichnis. Ach ne, ist auch richtig. Das muss ja auch. .config, da ist es. So, dann war das Verzeichnis Genie. Also was mit G vorne, A, B, C, D, F. So, haben wir Genie. Und dann gibt es unter Verzeichnis FileDevs. Und dort kommt die Datei rein, FileTypes.asm. Das ist der Inhalt hier, gespeichert unter FileTypes.asm. Das macht ihr entweder, indem ihr hier einfach sagt, ich möchte ein neues Dokument erstellen, eine leere Datei und benennt die hinterher um. Oder ihr macht es eben in der Konsole, was euch mehr liegt. Und wenn das da drin steht und ihr startet dann Genie neu, dann habt ihr eben die entsprechende Anzeige, so wie ich hier. Es wird wohl auch der AVR dort direkt gesetzt. Ich hatte den aber vorher schon gesetzt. Also da kann ich jetzt so viel nicht zu sagen, aber das ist auf alle Fälle eine gute Sache. Dann hatte ich ja in den letzten Videos davon gesprochen, dass man die Ink-Dateien für den AVR benötigt und dass man die aus dem AVR Studio entweder Atmel AVR Studio oder Microchip Studio halt herausholen muss. Man muss das also in einer vielleicht virtuellen Maschine installieren unter Windows, um das rauszuziehen. Das muss man nicht. Und zwar, es gibt unter GitHub Dark Sector und da gibt es eben hier die Includes. Das sind jetzt die Assembler Includes. Es gibt bei dem guten Herrn hier bestimmt auch die Includes für den C-Compiler, aber hier machen wir ja jetzt Assembler. Die kann man sich dann hier alle herunterladen und in ein Verzeichnis packen und dann muss man die nicht halt durch eine Installation von dem Teil sich herunterladen. Und kommt, wenn ihr wisst, welchen Prozessor ihr nutzt, könnt ihr euch auch genau die runterladen, die ihr benötigt. Müsst ihr nicht alle herunterladen. Es sind ja wirklich sehr, sehr viele Dateien. Okay, wie gesagt, die Links zu diesen beiden Sachen, die lege ich in den Anhang, also in die Beschreibung. Und dann könnt ihr die dort aufrufen und dann wird euch da weitergeholfen. Ich hoffe, YouTube lässt das zu, die Links. Müssen wir abwarten, sonst müssen wir eine andere Möglichkeit finden, wie ihr zu den Dateien kommt. Gut, wenn euch Videos wie dieses hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!